die ganz viele E-Mails im Vorhinein beantwortet, mit der ihr schon vor Südafrika Kontakt habt. Ich bin auch diejenige, die die Einführungen hier macht und diejenige, die euch mit Rat und Tat zur Seite steht, mit Trips, Touren oder auch wenn einfach mal das Englisch nicht so ganz gut genug ist. Wen haben wir denn hier? Ich heiße Isabel, ich komme aus Deutschland, aus Osnabrück. Genau. Und wo arbeitest du im Projekt? In Charmy's Angel Educare. Okay, super. Und du? Ich bin Julia und ich arbeite im Philippine Children's Center. Ich bin Alina und ich arbeite auch im Philippine Children's Center. Okay, und die letzte? Ich bin Berit und ich arbeite ich werde in dem Mitchell's Plane arbeiten. Okay, super. Und ihr seid alle ganz neu hier angekommen, mit tollem Wetter, habt noch Sommer hier, und wir keinen in Deutschland. Und wart gestern schon auf eurer Red Bus Tour, richtig? Ja. Was habt ihr denn da alles so gesehen? Also wir haben erst die blaue Linie sind wir abgefahren, um Überblick zu kriegen. Dann waren wir im Botanischen Garten, richtig? Ja, in Kirstenbosch. Wow, toll. Und in Odd Bay, da haben wir was gegessen am Hafen. Oh, an den Winelands vorbei. Genau, an den Winelands vorbei, das ist nur zu empfehlen. Schön, also hatten wir schon einen tollen Tag gestern in der Stadt. Ja, okay. Ja, also ein Teil der Einführung ist, dass ihr mit dem Red City Bus entweder die blaue oder die rote Tour machen könnt, um einfach mal ein bisschen Kapstadt zu erkunden. Ein anderer Teil der Einführung ist, dass ich euch ein bisschen was über die Do und Don'ts von Kapstadt erzähle. Und wir starten mal mit einem kleinen Quiz, um herauszufinden, was ihr denn schon so von Kapstadt wisst. Wir starten mal mit Robot. Wisst ihr, was ein Robot ist? Ja. Die Ampel. Die Ampel, richtig, ganz wichtig. Wenn ihr euch ein Auto mietet oder wenn ihr mal nach dem Weg fragt, ganz wichtig, wenn euch jemand erklärt, turn by the second robot left, sucht nicht nach einem Roboter, sondern hier sind die Ampeln Robots, nicht Traffic Lights, okay? Okay. Wow, Berit, bist schon hier voll der Spezialist. Machen wir mal weiter. Wisst ihr, was ein Lift ist? Aufzug, hätte ich gesagt. Stimmt, ist ein Aufzug, aber hier in Südafrika ist Lift, wenn dich jemand mitnimmt. Zum Beispiel, wenn deine Gastfamilie dich fragt, do you need a lift in the city, heißt es, soll ich dich mit in die Stadt nehmen. Ist aber auch der Aufzug, ist beides richtig. So, weiter geht's. Ein ganz wichtiges Wort hier. Braai. Was ist ein Braai? Barbecue. Ja, dürft ihr an die Barbecue sagen. Braai heißt hier ganz viel Fleisch. Richtig viel Fleisch im Grill. Braai heißt aber auch, es dauert nicht wie bei uns ein, zwei Stunden, sondern es ist wirklich eine Zeremonie, die den ganzen Tag dauert. Das heißt, wenn ihr um 12 anfängt, man muss nur plus 5 Stunden rechnen, dann gibt es ungefähr um 5 dann endlich mal das Essen. Wichtig, Sicherheit. Ist ganz wichtig, dass man sich hier an Grundregeln hält in Südafrika. Und wie gesagt, ich lebe schon 6 Jahre hier, mir ist noch nichts passiert. Knock, knock on wood, dass es so bleibt. Aber ganz wichtig, passt auf eure Kreditkarte auf. Nochmal, dann Auto, wenn ihr ein Auto mietet, immer die Tasche hinten in den Kofferraum einpacken. Nie was sichtbar liegen lassen, auch nicht, wenn ihr Auto fahrt. Das ist ganz wichtig. Dann nie ohne Wasser auf den Tafelberg laufen. Nicht, dass ihr euch verirrt und ihr lacht, uns ist es erst gestern passiert. Und einfach auch Public Transport wirklich nur zu Zeiten zur Rush Hour oder spätestens bis 6 abends. Also wenn es dunkel wird, wirklich keine Public Transports mehr benutzen. Und wichtig, immer nur euer RDV-Handy in der Tasche haben und 100 Rand. Also euer Smartphone hat im Projekt nichts verloren, braucht ihr dort nicht. Und auch nicht viel Geld braucht ihr im Projekt. Am besten immer Lunch mitnehmen, ein bisschen Geld für den Minibus dabei haben. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Und dann auch nachts, also ihr könnt nachts nirgends hinlaufen, auch nicht hier bis zur Tankstelle, das ist einfach anders wie in Deutschland. Wirklich nachts, wenn ihr irgendwo hin wollt, immer mit dem Auto fahren. Auch wenn es nur die wirklich paar Meter vorne zur Tankstelle sind. Und hier ganz wichtig im Haus, immer Türen schließen, gucken, dass die Alarmanlage nachts an ist. Bei dir in der Gastfamilie, da bist du anders, da ist dafür gesorgt, dass auf jeden Fall die Alarmanlage an ist. Und deswegen ist auch ganz wichtig bei dir, wenn du nachts weggehst, dass du deinen Gastherrn im Bescheid sagst, dass du jetzt auf die Long Street gehst, damit die wissen, dass sie dann die Alarmanlage erst dann aktivieren. Weil sonst wird die nämlich aktiviert, wenn du nach Hause kommst. Okay? Dann Sprachen. Wisst ihr, wie viele Sprachen es denn hier gibt in Südafrika? Richtig, Mensch, Berit, du weißt alles. 11 Sprachen, richtig. Die meistgesprochene Sprache ist hier Afrikaans, also hier in der Gegend, und Xhosa, also Isi Xhosa, das ist die mit dem Klacks. Und ihr werdet merken in den Projekten, es spricht hier jeder Englisch. Nur die Kinder können manchmal Englisch, können manchmal aber auch kein Englisch, sondern nur Afrikaans und Xhosa. Aber es geht ja auch darum,
dass ihr mit denen spielt und ich sage immer, Liebe braucht keine Sprache und ihr werdet sehen, die werden euch immer umarmen und die werden dann auch danach noch Deutsch lernen wollen und ein paar Lieder singen, also deswegen keine Angst. Also, aber Afrikaans und Englisch, und ich weiß nicht, deine Gastfamilie, weißt du, was die spricht? Nee, ihr könnt auch Afrikaans. Also, auch Afrikaans? Ja. Okay, super. Okay, unsere Einführung ist zu Ende. Ich hoffe, ihr habt heute noch einen schönen Tag und ich führe euch jetzt weiter im Haus rum.